Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Von Das perfekte Verbrechen von Raab Gunnløgsen. Aus dem Isländischen übersetzt von John Loxdal. Die Regie hat Heinz Wilhelm Schwarz. Gudmundur, bitte beeil dich jetzt ein wenig, damit du nicht zu spät in die Bank kommst. Das fehlte noch, dass du anfängst, zu spät zu kommen, jetzt, nachdem du endlich zum Kassierer aufgerückt bist. Sie könnten dich ja zurückstufen. Mir ist es sowieso unbegreiflich, wie es dir gelungen ist, Kassierer zu werden, so zerstreut wie du bist. Aber vergiss nicht, die neuen Illustrierten zu kaufen, bevor du wieder nach Hause kommst. Bitte steck die Finger nicht ins Essen. Wozu glaubst du, gibt es ein Besteck? Du verpasst den Bus. Es ist eine Zumutung von dir, 3 Löffel Zucker in den Kaffee zu tun. Hörst du nicht, was ich sage? Oder bist du jetzt auch noch taub geworden? Taub? Ich bin noch nicht taub, auch wenn du das denkst. Ich höre einfach nur das, was ich hören will. Nur weißt du nicht, wie ich das fertigbringe. Nun, es scheint ganz egal zu sein, was ich sage. Du willst einfach taub sein. Hey, du siehst nicht die Stöpsel in meinen Ohren, nicht wahr? Genauso wenig, wie du meine Gedanken sehen kannst. Denn wenn du sehen könntest, was ich denke, woran ich die vergangenen Jahre gearbeitet und was ich geplant habe, dann würdest du dich nicht so aufblähen. Und du würdest wohl auch einen Augenblick mit dem Meckern in der Nase beim Essen. Die einfachsten menschlichen Verhaltensregeln könntest du wenigstens lernen. Denk doch daran, was für ein Beispiel du dem Kind gibst. Und ich hatte gehofft, du seist ein Vorbild für sie. Bekleckere deinen Anzug nicht. Meine süße Lilla, meine süße kleine Lilla. Komm jetzt und iss dein Frühstück, meine süße Lilla. Verdammt, ich kann die Morgenzeitung nicht finden. Sie ist hier. Gudmundo hat die Zeitung. Aber komm jetzt, meine süße kleine Lilla. Du glaubst wohl, die Zeitung gehört nur dir, was? Meine kleine Lilla, meine süße kleine Lilla. Natürlich ist sie deine süße kleine Lilla. Und sie wird es wohl auch bleiben. Und daran ändert auch nichts dein Versprechen, dass ich durch unsere Heirat eine fast erwachsene Tochter als Mitgift bekommen sollte. Neuer Steuergesetzentwurf. Igittigitt. Warum abonnieren wir nicht eine lustigere Zeitung? Das sollten sich aber schämen, diese Steuerschwindler. Ich habe auch zu Stecker gesagt, dass die Politik nichts weiter als Steuerschwindel ist. Ganz gleich, ob links oder rechts. Und ganz gleich, was sie mit der Inflationsrate anfangen. Lass keine Reste vom Ei auf dem Teller zurück. Was habt ihr gesagt? Wollen die uns mit ihren Steuern jetzt wirklich unser letztes Geld wegnehmen? Das bisschen, das wir noch haben? Ach, die sind alle gleich, diese Bezirksvorsteher. Mutter, es sind ja nicht mehr die Bezirksvorsteher, die die Steuern bestimmen, sondern die Politiker. Aber du hast recht, es ist gehüpft wie gesprungen. Dass ich auch noch deine Mutter alle unter einer Decke bekommen würde, davon war natürlich überhaupt keine Rede. Davon ahnte ich nichts, dass ich 3 für 1 bekäme, aber dass ich doch keine mein eigen nennen dürfen sollte. Wie ein Eunuch im Harem, der haargenau weiß, wie man's macht, aber nicht dazu in der Lage ist. Und natürlich hatte ich damals auch noch keine Ahnung davon, dass ich in meinem eigenen Haus in der Minderheit sein sollte und dass ich einmal davon träumen würde, gegen die Übermacht zu revoltieren. Fliehen, weg, 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 ja, so heißt die Parole. Und heute ist der Tag, an dem ich sie in die Tat umsetze. Wer sich entscheiden lassen? Nein, wer? Robert Redford. Na, Gott sei Dank keiner aus unserer Gegend. Er ist Schauspieler in Hollywood. Irre, wie doof du sein kannst, Oma. Was hat der Mann auch in Hollywood zu suchen? Seine Frau hat sicher schon genug gehabt von seiner Rumstreunerei. Oma, du bist ja völlig... Gudmundur, mein Gott, bist du eine Schlafmütze. Putze die Zähne, Gudmundur. Ich bin keine Schlafmütze, ich bin ganz ruhig. Ich bin die Ruhe selbst. Alles ist bis ins letzte Detail durchdacht und morgen bin ich weg von hier, weit weg auf Weltreise. Und ihr könnt euch weiterhin gegenseitig ankläffen. Ich bin völlig was? Was meinst du damit? Verstehe nicht, völlig was? Warum redet der Pfarrer nicht mit diesem Mann, der sich da scheiden lassen will? Vielleicht hat er seine Frau schlecht behandelt. Der Herr Pfarrer behandelt seine Frau schlecht? So, jetzt kann ich's wohl wagen, die Stöpsel rauszunehmen. Hierher wird mir ja wohl keiner folgen.
Ach, putz dir die Zähne. Na, selbstverständlich putze ich mir die Zähne. Schließlich nehme ich außer der Zahnbürste nichts weiter mit. Und sogar die könnt ihr behalten. Ich kaufe mir nämlich eine elektrische Zahnbürste. Nein, das glaube ich nicht. Das traue ich ihm nicht zu. Übrigens sind diese Pfarrer keineswegs gottgläubiger als wir, die normalen Sterblichen. Wie war das zum Beispiel mit dem Hofwirten John, der Kinder mit zwei Damen aus dem Kirchenchor hatte? Er hat sich deswegen noch lange nicht scheiden lassen. Hört mal, das ist ein Lärm da oben in der Wohnung über uns. Wie, was denn, was? Hast du was gehört? Halt den Mund. Es wird wohl dieser Nistus sein. Er verprügelt wohl wieder mal seine Frau. Unser Hausmeister hat erzählt, dass er nie seinen Beitrag zur Gemeinschaftsheizung zahlt. Das hat man davon, in einem Mehrfamilienhaus zu wohnen. Jeder ist zu faul, um Hand anzulegen. Jeder erwartet, dass der andere es tut. Bist du im Bad? Was ist denn jetzt? Nicht mal im Bad wird man in Ruhe gelassen. Bis jetzt hatte man wenigstens hier seinen Frieden gefunden. Er ist total ausgeflippt, dieser Nichtsnutz. Geflippt? Geflippt? Er tut so, als wäre er eine große Nummer, die es nicht mehr nötig hat, mit uns eins zu reden. Welche Nummer? Was für eine Nummer? Gudmundur, wie lange willst du eigentlich da drin noch herumlungern? Was machst du da drin? Würdest du mir bitte antworten? Ja. Du möchtest vielleicht zu spät in die Bank kommen, ja, und dein Gehalt zurückstufen lassen. Wie willst du dann für uns sorgen, hä? Oder bist du nicht etwa der Brotversorger dieser Familie? Ja. Du denkst ja an das Rockkonzert. Der Kartenverkauf beginnt um 14 Uhr und ich muss 6 Eintrittskarten dicht vorne an der Bühne haben, sonst werde ich wahnsinnig. Ja. Verstehst du das? Du musst sofort hingehen, wenn du in der Bank fertig bist, damit du nicht ganz hinten der Schlange landest. Ja. So, jetzt habe ich's überstanden. Jetzt beginnt das Leben endlich wieder Freude zu machen, auch ohne Stress. Gudmundur, du hast es aber eilig heute. Wolltest verschwinden ohne meinen Einkaufszettel? Nein, Oma. Hier, hab's dir aufgeschrieben. Ja. Also, du holst diese Sticker, was sie da inseriert haben, und dann holst du meine Medikamente aus der Apotheke. Ja. Gudmundur, hängst du immer noch rum? Diese Plagegeister geben wirklich niemals Ruhe, aber wartet nur. Bald bin ich euch los, ein für alle Mal. Die beiden Schwestern, die darf ich nicht vergessen. Ach, guten Tag, Frau Maria. Guten Tag. Schön das Wetter heute, nicht wahr? Ja. Aber zu dieser Jahreszeit kann man sich auf allerlei gefasst machen. Was glauben Sie, was die Jungnina mir eben draußen im Milchgeschäft erzählt hat? Furchtbar, wie die Männer sein können und die Zustände in manchen Familien. Also stellen Sie sich einmal vor, der Bäcker hier von der Ecke, der nimmt das Grammophon und verlässt sein Zuhause. Und seiner Frau, der erzählt er, dass er als Ferienvertretung für einen Bekannten einspringen müsse, der eine Gemeinschaftsküche irgendwo im Gebirge betreibt, wo sie die Elektrizität machen. Dann kommt er wieder nach 2 Wochen und seine Frau sieht, dass er braun gebrannt ist von der Sonne und es stellt sich heraus, dass er zusammen mit irgendeiner Leichtsinnsdirne in Spanien gewesen ist und dass er das andere alles nur erstunken und erlogen hat. Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen helfen? Ja, es ist eine böse Welt, liebe Frau Maria. Kann ich etwas für Sie und Ihre Frau Schwester in der Stadt besorgen? Sie sind und bleiben ein Prachtmensch, lieber Gudmundur. Was würde denn wohl aus unserer Welt werden, wenn es keine anständigen Männer mehr wie Sie gäbe? Es ist heutzutage nicht leicht, für 2 alte Damen alleinstehend zu sein. Es kann sein, dass meine Schwester Elisabeth es Ihnen dankt, wenn Sie ihr mit irgendeiner Kleinigkeit behilflich sind. Ja. Frau Elisabeth, hier ist Gudmundur. Gibt es etwas, das er für dich in der Stadt erledigen könnte? Ach, der liebe Gudmundur. Guten Tag, Frau Elisabeth. Hilfsbereit wie immer. Ah. Warten Sie, hier war da irgendwo so ein Einzahlungsschein, oder wie das heißt, der beglichen werden muss. Ah. Das sollte doch wohl kein Problem sein für den Herrn Oberkassierer persönlich. Oh, noch nicht, noch Kassierer. Ist es nicht schwer, Kassierer in so einer großen Bank zu sein? Tag für Tag mit den Millionen zwischen den Fingern? Ich sage Ihnen, ich könnte kein Auge zutun, wenn ich dafür verantwortlich wäre, dass Abend für Abend die Kasse stimmt, auf Heller und Pfennig.
Wie machen Sie das bloß? Oh, es gibt viele Versuchungen in der Welt, liebe Frau Elisabeth. Aber was bedeutet schon Geld im Vergleich zu einer guten Gesundheit, nicht wahr? Ihr kleinen Unschuldslämmer, wenn es irgendwo auf der Welt einen sicheren Aufbewahrungsort für meine heiße Beute gibt, dann bei euch beiden. Gudmundur ist akkurat der Mann, der auf jeden Groschen aufpasst. Gudmundur ist akkurat der Mann, der auf jeden Groschen aufpasst. Jetzt fehlt bloß noch das Behältnis für die Groschen. Wenn bloß alle so denken würden. Was steht nicht alles in den Zeitungen über Männer, die in den Banken aus- und eingehen und dabei schwindeln und betrügen? Entschuldigen Sie, diese alte Einkaufstasche hier in der Ecke, brauchen Sie die überhaupt noch? Ach, diesen Ledersack. Na, das ist ja bereits ein furchtbarer Fetzen. Der gehört eigentlich in den Schrank. Also, wie ist das jetzt mit diesen Verbrechern? Laufen die alle frei herum? Und wie ist das mit den Polizisten, die früher Verbrecher waren? Dann stelle ich also den Ledersack hier in den Schrank, ja? Ja, danke schön. Sie waren keine Verbrecher, bloß Schmuggler. Aber der Richter konnte nichts ausrichten, er war zu sehr mit ihnen verwandt. Nein, die waren überhaupt nicht verwandt miteinander. Er war nur verheiratet mit der Nichte des Anwalts, der wieder väterlicherseits der Neffe des Richters war. Was ist das für ein Unsinn? Er war unverheiratet, aber er war in der Partei. Soll ich diesen Brief hier mit zur Post nehmen? Ach du lieber Himmel, der liegt ja bereits über eine Woche hier. Was wird die Stefanie von uns denken? Ich habe mich so sehr mit dem Schreiben beeilt. Stefanie, das ist diese blonde Nichte. Unsere Nichte, die ich Ihnen auf dem Foto gezeigt habe, neben ihrem großen Haus in Amerika. Ach, meine liebe Maria, große Häuser gibt es in Amerika viele. Haben Sie sich nicht ein wenig verspätet? Bitte? Ach du lieber Himmel, tatsächlich. Man darf in seiner Pflicht nicht nachlässig werden, auch wenn man Kassierer geworden ist. Das ist richtig. Also dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Er ist irrsinnig reich und ist immer schick angezogen und fährt ein irrsinnig schickes Auto. Alle Mädchen bekommen bei ihm weiche Knie. Oh, er ist nicht bloß reich, er ist auch irrsinnig cool. Weißt du noch bei ihm zu Hause, dass alle in die Sauna gehen? Weißt du noch, Maya, wie er den Champagner in die Nabelmulde von dieser Rothaarigen gegossen hat und dann seine Zunge überall hineinsteckt? Jetzt bin ich noch Luft für euch, weil ich hier nicht in der richtigen Verpackung stehe. Aber wartet, bald kann ich euch ein Dutzend kaufen. Ihr Dummerchen, die ihr nur das Geld anbetet. Geld und Verpackung und sonst nichts. Aber dann werde ich, weiß Gott, Champagner aus jeder Nabelmulde schlürfen, die mir gefällt. Und ihr werdet zu mir hinaufschauen mit Wasser im Mund vor Staunen und Neid. Entschuldigung, Sie Watson, ich wollte bloß die Schlüssel für den Safe und für den großen Geldschrank holen. Du hattest doch neulich davon gesprochen, dass ich die Währungsbestände für dich überprüfen sollte. Ja, die Schlüssel. Ich habe sie beim Direktor verlangt, aber sie sind noch nicht da. Was? Du wirst das morgen für mich erledigen müssen. Mein Gott, warum geht mir immer alles daneben? Ist etwas nicht in Ordnung? Doch. Du hattest mich nur gebeten, die Schlüssel heute zu übernehmen. Und darauf bin ich nun mal eingestellt. Gewissenhaft ist er, mein neuer Kassier. Gewissenhaft wie immer. Du hältst wohl nie, was du versprichst, oder? Du hast schon so oft versprochen, einen Feuer mit uns zu machen. Das stimmt doch noch nie, oder? Ja, stimmt. Wozu bist du hier überhaupt der Hausmeister? Na, nur habt euch nicht so. Ihr glaubt wohl, ein Hausmeister sei dazu da, euch lautenhaften Gören jeden Wunsch zu erfüllen, was? Es gibt genug zu tun mit all den Türklingen, die immer zu kaputt gehen. Aber du hast es versprochen. Ich weiß es noch ganz genau. Außerdem sagt Papa, dass nur der Hausmeister Feuer im Garten machen darf. Bitte, mach doch das Feuer mit uns. Ich bin beschäftigt, das seht ihr doch. Hört schon auf mit dem Gequakel und lass mich zufrieden. Mein Gott, bist du langweilig. Du wirst wohl leugnen, dass du es versprochen hast. Aber mit Kindern kann man es ja machen. Nun gut, vielleicht heute Abend. Nein, jetzt. Ich sag's heute Abend und das ist mein letztes Wort. Nonni, drück mal auf die Klingel, ob sie geht. Okay, so. Und jetzt geht und sucht im Haus Gerümpel und einen Plunder zusammen fürs Feuer. Und lass mich ja in Ruhe, sonst wird auch heute Abend nichts daraus. Juhu, komm, ist jetzt super. Super! Wir fangen oben an! Los, Lila, komm!
Die Tagesabrechnung stimmt auf Heller und Pfennig, Gudmundur. Und das, seit du übernommen hast. Ich bin sehr mit deiner Kassenarbeit zufrieden. Danke. Ja, wirklich, sehr zufrieden. Ja, ich arbeite ja nun auch schon 20 Jahre hier. Und wenn ich auch erst seit ein paar Monaten Kassierer bin, so kenne ich mich doch überall schon ganz gut aus. Die Schlüssel sind übrigens jetzt da. Du musst also mit deiner Überprüfung doch nicht bis morgen warten. Ach ja. Hier, bitteschön. Ja. Und lass dir den Feierabend zwischen den Geldbündeln nicht zu lang werden. Endlich. Und ich war drauf und dran, aufzugeben. Also, bis morgen dann. Ja, ja, Wiedersehen. Bis morgen, dass ich nicht lache. Lasst doch, wie lange wollt ihr mich hier im Bad noch festhalten? Die Türe geht nicht auf. Der Griff ist aus den Fugen. Habe ich dir nicht ausdrücklich verboten, die Tür abzuschließen? Das hast du jetzt davon. Sag mal, steht da meine Sherryflasche auf dem Spülkasten? Ich habe meine Brille nicht auf. Jetzt hat sie ja noch den Sherry vor ihm eingeschlossen. Warum suchst du die Brille nicht? Ich sehe sie noch nicht. Macht auf, dann könnt ihr sie für mich suchen. Und wenn ihr sie gefunden habt, dann sehe ich sie. Du musst auf die Klinke drücken, wenn du sie runterziehst. Drücken! Mach schon, Mama muss unbedingt dran. Nein, sie platzt bald. Aber die Klinke dreht durch. Sie dreht sich einfach in Kreis, in Kreis. Bleib ganz ruhig, ganz ruhig. Versuch dich zu entspannen und bleib ruhig. Sonst kommst du da nie raus. Sie hat deinen Sherry bestimmt schon ausgetrunken. Nein, glaubst du? Na, zuzutrauen wäre sie. Sonst hätte sie sich doch nicht eingesperrt. Kommt Gudmundur, denn ich bald nach Hause. Als ob Gudmundur die Tür reparieren könnte, der taugt doch so nichts. Sieh dir doch die Wohnung an, alles verwohnt und kaputt. Ich würde die ganzen Möbel ins Feuer werfen. Was für ein Feuer? Der Hausmeister sammelt altes Gerümpel. Er will für die Kinder ein Feuer machen. Darf ich wenigstens diese furchtbar langweiligen Reiseprospekte verbrennen, über den Gudmundur immer hockt? Meinetwegen. Ich verstehe sowieso nicht, warum er das ganze Zeug immer nach Hause schleppt. Als ob der jemals genügend zusammenkratzen würde, damit wir einen Mittelmeerurlaub machen können. Lass mich rein. Lass mich doch raus. Mama, Mama, nicht in Ohnmacht fallen. Ich renne die Tür ein. Oh, meine Sherryflasche ist kaputt. Oh, jetzt ist die Türe doch aufgegangen. Und meine Hand. Ich habe mich geschnitten. Kind, warum bist du denn immer so ungeduldig? Ja, bitte, wer ist da? Ich bin es, Gudmund. Entschuldigung, ich bringe hier die Quittung von dem Einzahlungsschein. Psst, wir wollen ein wenig leise sein. Frau Elisabeth hat sich hingelegt. Ah, bitte, Entschuldigung. Darf ich mal Ihre Toilette benutzen? Unsere Toilette? Ja, wieso? Ist Ihre Toilette denn kaputt? Nein, nein, im Gegenteil. Sie ist ständig besetzt. Ja, dann natürlich. Bitte schön. Sie finden den Weg. Ja, 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 danke schön. Ich muss in die Küche. Ich habe nämlich einen Kuchen im Ofen. Elisabeth hat Geburtstag. Nächste Woche. So, die Einkaufstasche. Wo ist sie? Ah ja, hier. So, was mache ich da mit den Zeitungen, die in der Tasche stecken? Was soll ich damit? Ah ja, die tue ich in meine Aktentasche. In die Aktentasche. So, jetzt muss ich das ganze Zeug einfach hier deponieren für den Fall des Falles. Das heißt, für den Fall, dass das Unwahrscheinliche passieren sollte und der Fall entdeckt wird, bevor ich abgereist bin. Dann soll man ruhig bei mir suchen. Ein Verbrechen muss perfekt sein. Man muss an alles denken, mit dem Schlimmsten rechnen, den höchsten Gewinn erstreben. So, damit wäre an alles gedacht. So, darf ich Ihnen etwas von dem Kuchen zu kosten geben? Bitte, ach, danke. Was machen Sie denn da mit dem alten Ledersack? Ach so, der muss rausgefallen sein aus dem Schrank, wissen Sie. Heute früh habe ich ihn wohl nicht gut genug verstaut. Oh ja, das ist aber auch schon ein verschlissener Fetzen mittlerweile. Wer weiß? Elisabeth zum Geburtstag einen neuen Ledersack. Und wie finden Sie den Kuchen? Hervorragend. Wirklich. Ganz hervorragend. Aber jetzt muss ich wieder gehen, bitte. Entschuldigen Sie mich und herzlichen Dank für den Kuchen. Und Grüße an Frau Elisabeth. Ja, sie hatte sich ein wenig hingelegt. War Gudmundur jetzt auf unserer Toilette? Oder nicht? Wenn bloß die Polizei nicht ihre Nase da reinsteckt. Hey, was? Was denn?
Das ist ein Verbrechen. Keine Frage, das muss vertuscht werden. Was denn? Was meinst du? Na, willst du es nicht lieber zugeben? Nein. Und wovon redest du? Du bist fremdgegangen. Mit den beiden Schwestern. Ho, 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 Hurerei, ja, Hurerei ist das. Ach komm, komm. Ich tue ihnen manchmal einen Gefallen, den beiden alten Mädchen, weiter nicht. Einen Gefallen? Ja. So. Nicht mehr und nicht weniger. Du tust ihnen nur einen Gefallen. Ja. Warum bist du denn so blass geworden? Du zitterst ja. Was? Ich zittere überhaupt nicht. Ja. Nein, ich zittere nicht. Die Schwestern können doch kaum noch das Haus verlassen und da häuft sich natürlich so einiges an unerledigten Sachen bei ihnen an. Warum trägst du diesen Kittel? Ich habe den Kindern versprochen, Feuer zu machen. Im Garten. So nett. Du, ich komme nachher auch raus und guck's mir an. Meine Güte, hat er mich erschreckt. Es hat nicht viel gefehlt und ich hätte mich verraten. Aber jetzt werde ich mir nichts mehr anmerken lassen. Ich werde den Pass einstecken und dann geht's hinaus, um das Feuer anzuschauen und um nie wieder zurückzukehren. Du großer Gudmund, du, jetzt nähert sich deine Stunde. Die Ohrenstöpsel? Nein, diese letzten Minuten will ich doch genießen. Du solltest wenigstens Mitleid mit mir haben. Es ist schließlich deine Schuld. Ja, allein deine Schuld. Wenn du nicht alles verfallen lassen würdest, wäre Mama nicht im Bad eingesperrt gewesen und ich hätte mir nicht den Arm zerschnitten. So, und jetzt gib die Tasche her. Hast du die Eintrittskarten nicht bekommen? Wo sind die Illustrierten, die du mir mitbringen solltest? Hast du meine Medikamente nicht geholt? Und was sollen diese Zeitungsfetzen? Warum hast du diese uralten Zeitungen in der Tasche? Bist du jetzt von Sinnen? Wo ist Mamas Medizin? Willst du, dass sie stirbt? Gib meine Eintrittskarten her! Oder hast du sie etwa gar nicht gekauft? Was glaubst du, werden meine Freundinnen sagen? Das ist das Top-Konzert des Jahres und im Radio haben sie schon durchgegeben, dass es ausverkauft ist. Verdammte Kreuzwert, verkrümelte Scheiße! Ich werde nie mehr ein Wort mit dir reden! Ich werde es sehr vermissen, du hässlicher kleiner Balk. Siehst du, was du mit meiner Tochter angestellt hast? Die willst du jetzt auch noch zugrunde richten, ja? Erst bringst du sie zum Weinen und dann grinst du einfach blöd daher. Du bist wahnsinnig geworden. Gut, Munde, wo ist mein Stickgarn? Was soll denn nun aus dem Kissen werden, das ich für die Wohltätigkeitstombola sticken wollte? Gibst du meiner Mutter wohl ihr Stickgarn? Na, schieb doch die alten Zeitungen in das Kissen rein. Und den Rest, den stickst du dir aus deinem Seemannsgarn zurecht. Du lachst? Machst du dich lustig über meine Mutter? Oh, das geht zu weit. Gut, Mundur, nach all dem, was hier heute geschehen ist, ich bin schwer verwundet. Oh, willst du, dass ich dir Champagner in die Nabelhöhle gieße? Ich kann dich aber auch kneifen. Du tust mir Gewalt an? Du bist völlig verrückt geworden. Noch viel verrückter, als du ahnen kannst. Ich zünde mir jetzt eine Havanna an! Gut, Mundur. Ich habe lange geglaubt, dass man einen Menschen aus dir machen kann. Aber jetzt sehe ich, dass du ein Wilder bist. Durch und durch. Da, Umba, Umba, ich bin ein Wilder, ich bin ein Wilder. Umba, Umba. Jetzt muss ich aber langsam aufpassen, ich darf nichts übereilen. Oh, Havanna-Zigarre, Umba, Umba und Urlaub und Havanna-Mädchen. Zunächst der Nachrichtenüberblick. Die Schwerpunkte. Einbrecher verübten Bankraub von größtem Ausmaß. Beute 12 bis 14 Millionen in fremder Währung. Die Fangmenge an Dorsch in unserem Meer geht ständig zurück, teilte eine eben erschienene Statistik des Instituts für Meeresforschung mit. Es wird angenommen, dass bald der letzte Dorsch gefangen sein wird. Kurz vor 19 Uhr heute Abend stellte ein Nachtwächter bei einer der größten Banken unseres Landes fest, dass im Direktionsbüro der Bank eingebrochen worden war.
Ein Geldschrank war gesprengt worden. Was? Der Wächter verständigte auf der Stelle die zuständige Polizeibehörde. Eine erste Überprüfung ergab, dass 12 bis 14 Millionen in fremder Valuta verschwunden waren. Außerdem Aktien und andere Wertgegenstände. Bei dem geraubten Geld handelt es sich um den gesamten Notenbestand der Bank in ausländischer Währung. Um Gottes Willen. Die Diebe hatten Schweißgeräte eingesetzt und den Geldschrank völlig zerstört. Auch an Einrichtungsgegenständen richteten sie großen Schaden an. Was denn? Die Polizei konnte noch am Tatort zwei Männer festnehmen. Sie befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Den Einbruch haben sie mittlerweile gestanden. Was haben die gestanden? Hingegen ist es der Polizei bisher nicht gelungen, das Diebesgut aufzufinden, das die Einbrecher in letzter Minute in Sicherheit gebracht haben müssen. Denkbar ist, dass es weitere Beteiligte an dem Verbrechen gegeben hat. Die Suche nach ihnen wird im Augenblick intensiv betrieben. Die Diebe haben beim Verhör zwar behauptet, sie hätten den Geldschrank leer vorgefunden, aber gegenüber dieser Behauptung bestehen berechtigte Zweifel. Effektivität und Flexibilität der Polizei in dieser Sache sind jedoch einmalig, sodass wohl bald mit der Aufklärung des Falles gerechnet werden kann. Die Fangmenge an Dorsch in unserem Meer geht ständig zurück, teilte eine eben erschienene Statistik des Ich habe in der Tat das perfekte Verbrechen begangen. Nein, was für ein Zufall. Die haben doch versucht, den Geldschrank auszurauben, nachdem ich ihn längst schon leergeräumt hatte. Nein, was für ein Glück. So viel Glück kann ein Mensch allein ja gar nicht haben. Großer Gudmundur. Du bist Gudmundur, der Große. Ja? Ja, ich bin zu Hause. Ach, du bist es, Sievertsen. Ja, ich verstehe. Ja, du, bitte verzeih mir, aber Sievertsen, ich bin einfach außer mir wegen dieser Nachricht. Ja. Bitte nehmen Sie diesen Plunder doch noch mit runter. Ich bin froh, das loszuwerden, bevor wir den Geburtstag feiern. Obwohl, andererseits ist es ja auch eine Schande, sowas wegzuwerfen. Es könnte ja immerhin noch einen gewissen Wert haben. Dieser Kram und Wert? Da kann man ja eben so gut versuchen, jemandem die städtischen Müllhalden zu verkaufen. Ich habe auch immer befürchtet, es könnten Motten darin stecken. Verdammt nochmal, ich finde meine Streichhölzer nicht. Ich habe sie doch in die Hosentasche gesteckt. Guten Abend, wir sind von der Kriminalpolizei. Gudmundur Gudmundsson, wohnt er hier? Wie bitte? Kriminalpolizei. Sind Sie Gudmundur Gudmundsson? Nein, leider nicht. Ich habe keinen Harem. Steigen Sie wieder ein, er wohnt eine Etage höher. Ich zeige es Ihnen. Ich muss mir sowieso Streichhölzer holen. Hier ist es. Ah, danke Ihnen. So. Na, einfach klopfen. Die Klingel ist mal wieder kaputt. Der Zigarrenrauch ist ja nicht auszuhalten. Du verpestest die ganze Luft. Und den Sessel hast du auch versenkt. Was wollen Sie? Guten Tag, wir kommen von der Kriminalpolizei. Ist Gudmundur zu Hause? Mein Gott, die Kriminalpolizei. Gudmundur? Ja? Du kommst bitte sofort hierher und stellst dich. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Genau. Gudmundur Gudmundsson? Ja? Wir sind von der Kriminalpolizei. Ja, guten Abend. Sie wissen von dem Einbruch, der heute Abend begangen wurde? Ja. Ich habe gerade mit dem Oberkassierer Sievertsen am Telefon gesprochen. Ja, wir brauchen eine genaue Aufstellung von allem, was sich in dem Tresor befunden hat. Hm. Glauben Sie, dass Sie das so aus dem Gedächtnis auflisten können oder wollen wir hinfahren? Ich kann schon mitkommen, aber ich bin sicher, ich habe das Ganze im Kopf. Das ist wie verhext, ich kann keine Streichhölzer auftreiben. Habt ihr vielleicht zufällig Streichhölzer? Ja, Moment, hier. Hier, bitte. Genau, ein paar rein. Dankeschön. Ja, bitte kommen Sie doch rein, wir müssen ja nicht hier im Flur stehen bleiben. Danke, danke schön. Wir wollten uns sowieso ein wenig in der Wohnung umschauen, so der Form halber. Ja, selbstverständlich. Also dann fangen wir doch mal an. Beginnen wir mit der Valuta von Lloyds in England. Das waren etwa 40.000 Pfund. In was für Noten? In 5 gleich großen Schecks. 25.000 US-Dollar in 100-Dollar-Scheinen, 3.000 kanadische Dollar, ebenfalls in 100-Dollar-Noten,
Dann etwa 5000 Schilling in 100 Schillingscheinen. Wo ich auch suche, ich finde nichts als Sherryflaschen. Im Schrank, unter den Betten, überall. Ja, ich habe auch zwei gefunden. In der Toilette und im Spülkasten. Kann ich noch was für Sie tun? Sie müssen die Unordnung entschuldigen. Meine Frau hat sich heute nämlich am Arm verletzt. Bitte, bitte. Gudmundur, du könntest dem Herrn etwas anbieten. Ja, ich gehe ja schon. Kaffee oder Sherry? Und dann habe ich noch zwei tiefgefrorene Torten in der Tiefkühltruhe. Nein, nein, besten Dank, es geht nicht. Wir sind schon soweit fertig. Ja. Lass uns abfahren, bevor sie die Torten bringt. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Reisepass habe ich, Flugschein. Und jetzt heißt es abhauen, großer Gudmundur. La di ja da, la di ja da. Gudmundur hat wahnsinnig viel Geld. Er ist nur nach der neuesten Mode gekleidet und besitzt ein irrsinnig schickes Auto. Ich kann ihm einfach nicht widerstehen. Der große Gudmundur ist nicht bloß reich, sondern auch noch wahnsinnig. Bist du schon mal in seiner Sauna gewesen, wo er immer die ganzen Mädchen abschleppt? Einfach irrsinnig. Einmal haben wir Champagner meine Nabelmulde gegossen. Haben Sie schon geschlafen? Aber nein, nein, es ist ja erst 9 Uhr. Ich habe gebadet. Ach ja. Ist etwas nicht in Ordnung? Guten Abend. Im Gegenteil, ich habe bloß so in alten Unterlagen von mir ein bisschen rumgestöbert und dabei bin ich auf ein paar Fotos gestoßen, die ich Ihnen gern schenken möchte. Und während ihr euch in die Fotos vertieft, hole ich mir das Geld und ehe ihr euch verseht, bin ich spurlos verschwunden. Wie lieb Sie sind, Gudmundur. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe diese Bilder vorigen Sommer im Garten geknipst, wissen Sie, als das gute Wetter war. Das ist aber fein. Ja, und hier sieht man mich als Abiturient, das war Frühjahr 47. Ich hatte gerade das Abitur gemacht. Wie gut Sie ausgesehen haben. Aber was sind das für Leute auf diesem Foto? Das sind die Leute, die mit mir in der Bank arbeiten. Und der alte Mann hier? Das ist Herr Sievertsen, das ist der Oberkassierer. Wie alt der aussieht. Maria, komm doch endlich und schau dir diese wunderbaren Fotos an. Dieses hier wurde bei dem guten Wetter gemacht, das wir im vorigen Jahr hatten. So, jetzt müsste es ungefährlich sein. Sie werden mich kaum noch beachten. Mein Gott, der Schrank ist leer. Der Schrank ist leer. Was ist denn passiert? Entschuldigen Sie, haben Sie bei sich aufgeräumt? Nein, nein. Wie kommen Sie darauf? Na ja doch, das haben wir. Was faselst du da? Wir haben doch erst morgen unseren Putztag. Ja, was haben Sie denn mit dem ganzen Krempel gemacht, der in dem Schrank war? Gudmundur, schauen Sie sich doch mal dieses Foto an. Sind Sie da überhaupt drauf? Sind Sie das da? Glaubst du vielleicht, Gudmundur trägt schulterlange Haare? Das ist ja gar nicht erlaubt in so einer feinen Bank. Bitte, wo ist denn das Zeug? Wo ist dieser Ledersack? Also bitte, jetzt sei mir nicht böse. Jetzt habe ich sie auf dem Foto entdeckt. Was? Was für einen Sack meint er? Er spricht von einem Sack. Ja, was für ein Sack? Ich meine diesen hässlichen kleinen, diese hässliche Einkaufstasche, die hier gelegen hat. Die doch immer hier gelegen hat und hier immer liegen sollte. Ja, also das ist so eine Sache. Ja, wo ist sie denn? Die kann ja gar nicht verschwunden sein. Sie ist nicht im Schrank. Schauen Sie, sie war heute hier. Ich habe sie selbst dort in den Schrank hineingetan. Und jetzt ist sie verschwunden. Wirklich? Ja, dann hat man sie offensichtlich gestohlen. Gestohlen? Nein, 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 nein. Jetzt erinnere ich mich. Ja, dann sagen Sie es. Ja, warten Sie mal. Warten Sie doch nicht so schnell, sonst vergesse ich das wieder. Wissen Sie, ich kann mich bestimmt daran erinnern, aber ich darf es bloß nicht wieder vergessen. Richtig. Ja.
Der Hausmeister, der hat uns von dem ganzen Krempel erlöst. Bitte, der Hausmeister? Das kann nicht sein. Du hattest dich gerade hingelegt, Frau Elisabeth. Auch der ist immer so anständig, der liebe Kerl. Er wollte ein Feuer machen für die Kinderchen. Was, Feuer? Feuer? Feuer! Hast du schon angezündet? Aber ja, hab doch schon Feierabend. Das Feuer brennt. Willst du auch noch was loswerden? Nein! Aber, was ist denn mit dir? Ist was passiert? Nein, das Geld, das ganze Geld. Das Geld? Ach so, jetzt verstehe ich. Es war deine Bank, in der die Diebe den Tresor leergeräumt haben. Nun nimm dir das doch nicht so zu Herzen. Ich will dir mal was sagen. Wenn ich in so einer Bank Kassierer wäre und Tag für Tag in den Geldschein wühlen müsste, ich würde mir die Scheine in die Tasche stecken, nach Südamerika abhauen und ein ganz neues Leben beginnen. Das ist doch besser, als das Ganze irgendwelchen Gangstern zu überlassen, oder? Ich würde das perfekte Verbrechen begehen. Das Geld, das ganze Geld. Sie hörten »Das perfekte Verbrechen« von Rapp Gunnløgsen, aus dem Isländischen übersetzt von Jon Laxdal. Es sprachen Gudmundur, Klaus Biederstedt, Elin, Vera Friedberg, Oma Gudvinna, Tilly Breidenbach, Lilla, Scarlett Lubowski, Maria, Ellen Frank, Elisabeth, Trude Breitschopf, Disa, Bettina Redlich, Maja, Eva Kinski, Nonni, Pascal Breuer, Sievertsen, Alfred Czerny, Hauswart, Benno Sterzenbach, Rundfunksprecher Horst Raspe, Kriminalkommissar 1, Morgens von Gado, Kriminalkommissar 2, Bruno Pantel. Die Regie hatte Heinz-Wilhelm Schwarz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahr 1985.